Der 18. Spieltag in der deutschen Eishockey-Liga. Am Seilersee im Sauerland empfangen die Iserlohn Roosters als Tabellenschlusslicht die Mannschaft der Stunde, die Fishtown Penguins aus Bremerhaven. Die haben jetzt 7-mal in Folge gewonnen, wollen heute den 8. in Serie. Die bessere Mannschaft ganz zu Beginn sind aber die Sauerländer mit 2 Top-Gelegenheiten. Das ist die erste. Colin Ukbekile, sein Schuss in der 7. Minute. Und der kracht an die Latte. War die Riesenmöglichkeit, um mit 1:0 in Führung zu gehen. Und wir sind immer noch in der 7. Und dann hat Charlie Janke die Chance vor dem Kasten und trifft den Pfosten. Gudlewski ist ohne Chance bei beiden Gelegenheiten. Hier sehen wir die Chance von Charlie Janke. Es bleibt beim 0:0. Die Roosters, sie belohnen sich wieder nicht für einen guten Start ins Spiel. Dann die 13. Roosters, viel zu einfach, geben sie die Scheibe ab. Turnover, Fishtown, Scheibe drin. Felix Scheel, der Mann, der in der letzten Saison die Vorbereitung am Seilersee spielte, dann keinen Vertrag bekam, weil der deutsche Pass nicht da war. Er belohnt sich und seine Mannschaft mit dem 1:0. 11-mal war ohne Treffer. Und in der 17. dieser Moment. Janke verliert die Scheibe. Brugiser auf dem Weg. Brugiser mit dem Schuss. 2:0. Das nennt man Effektivität. Philipp Brugiser, sein Schuss, eine Waffe, macht sein 56. DL-Tor. Keine Chance für Anni Jenicke zwischen den Pfosten. Pierre Beaulieu, der Cheftrainer, er versucht, seine Mannschaft auf Kurs zu bringen für das zweite Drittel. Und die Sauerländer bekommen die erste Top-Gelegenheit im Spiel. Del Col, Schäbert, Del Col. Und dann ist er nicht drin. Ja, wieso ist der denn nicht drin? Deswegen die Kufe von Christas Gudlewskis. Was für ein Mega-Save vom Bremerhavener Goalie. Tja, und wie es so ist, die Roosters spielen solides Drittel. Auf der anderen Seite aber fällt der Treffer. Grönlund schießt von der blauen Linie. Die Scheibe schlägt ein, abgefälscht von Nino Kinder vor dem Kasten. Sein zweiter bedeutet, das Team von Thomas Popisch führt mit 3:0 nach 2 Dritteln. Wir gehen in den Schlussabschnitt. Und wie so oft, die Roosters in den Anfangsminuten bemüht, Druck zu machen. Treffen dann aber nicht. Und auf der anderen Seite Bremerhaven 4:0. Wieder Scheel, sein zweiter. Was für eine Geschichte. Zu viel Raum. Und dass der schießen kann, das sollte man am Seilersee eigentlich wissen. Doch die Partie noch nicht entschieden. Die Roosters arbeiteten. Sie mühten sich wirklich und belohnten sich bei angezeigter Strafe gegen Jeglitsch. Boland mit dem 1:4. LeBlanc, Del Col und dann ist er völlig frei vor Gudlewskis. Macht den Treffer, keine Chance für den Bremerhavener Goalie. So, dann riskieren die Roosters aus Tradition alles, nehmen den Torhüter vom Eis mit ein bisschen Schützenhilfe vom Linesman. Das leere Tor. Und rein geht er, weil Scheel seinen Hattrick perfekt macht. Bremerhaven gewinnt am Seilersee am Ende mit 5:1. Alle freuen sich in Weiß und die Blauen, die sind tief enttäuscht, gehen mit einer Niederlage in die Deutschland-Cup-Pause. Ja, einfach nicht gut genug, was wir gemacht haben. Im ersten Drittel viel zu viele Scheibenverluste. Wir wollten daran anknüpfen, was wir gut gemacht haben in meinem letzten Spiel und das ist uns einfach nicht gelungen heute. Ja, ich glaube, wir hatten heute wieder einen super Start, haben Iserlohn nicht viel gegeben. Wir haben unsere Chancen reingemacht und haben das weitgehend über 60 Minuten lang gespielt. So ist es. Bremerhaven holt Erfolg Nummer 8 in Serie. Begeistert die Liga und die eigenen Fans. Und die Roosters, die verloren jetzt zum 4. Mal in Folge, brauchen nach der Pause einen echten Neuanfang. Alle Spiele der deutschen Eishockey-Liga live, nur bei Magenta Sport.